wieder in die Schattenwelt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo war das nächste Dungeon? Oh, Moment, ich weiß, wo das nächste Dungeon ist. Wir brauchen mal gerade die Flöte. Ja, muss gar nicht groß überlegen. Denn es gibt nur noch zwei. Und eins ist oben auf dem Berg. Und das andere ist in der Wüste oder je nachdem, wie man es sehen will, auch im Sumpf. Und rein da. Komm schon. Oh ja, oh ja. Es schifft in Strömen. Es schifft in Strömen. Wir können uns das mal auf der Karte angucken, ja. Da ist das nächste Dungeon. Und ja, das Wetter ist nicht schön. Wie gesagt, wir werden mal gucken. Hier sind viele blöde Viecher, die ich nicht leiden kann. Gerade weil man sich auch so schlecht wehren kann. Diese Würmer sind kacke. Ach shit, jetzt hat er mich erwischt. Komm, gib mir mein Herz. Ja, Rubine sind immer toll. Rubine will ich, ja, genau. Okay. Da, das sind sowas wie die Sora. Die können uns zum Glück nichts aufgrund unseres Schildes. Das kennen wir auch. Hier müssen wir jetzt unser Medaillon benutzen. Ist das Blitz? Das müsste Blitz sein. Luft, okay. Einfach mal anwenden. Damit ihr das auch mal seht. Ja, nur, dass hier die wahren, richtigen Leute rein können. Oh, immerhin ist jetzt das schlechte Wetter weg. Herrlich, herrlich. Und es ähnelt ja schon so dem Wurm-Dungeon, ja. Links ist noch ein Eingang, rechts ist, glaube ich, auch noch einer. Ja. Ja, ja, ja. Das heißt, wir müssen später noch außen rumlaufen. Ich mag es, ja. Ich mag es wie, weiß ich nicht, Leber. Lebertran ist sowas, was ich genauso mag. Komm, gib mir mal ein bisschen Herz wieder. Oh, ich sehe schon, wir brauchen mal den Bumerang. Der wird endlich auch mal effektiv genutzt. Und an der Seite schleimt es hier schon vieles runter. Wie viele Ebenen haben wir denn? Das wird uns zum Glück immer angezeigt. Okay, wir sind im ersten... Der erste Stock ist aber sehr klein. Okay, wir beschränken uns auf zwei Kelleretagen. Egal, wie viele Etagen ihr habt, ihr könnt uns nicht abwehren, meine Freunde. Ach, die geben wieder nur Rubine. Oh, die Zauberer. Die sind nicht ohne. Da muss man ziemlich gut aufpassen. Die können ganz schön nervig werden. Man kann sie nur treffen, wenn sie gerade in voller Gestalt da sind. Wow, das war schon wieder oh, shit. Der hat mich leider mal voll erwischt. Ja, das könnte jetzt sehr spaßig werden. Hey, au. Boah, komm her. Den nehme ich jetzt. Ja, wie gesagt, das wird jetzt gerade eine ganz tolle Vorstellung hier mit den ganzen Viechern. So, der ist weg. Immer weiter, immer weiter. Jetzt krieg ich den. Hahaha, und alle sind weg. Und dich krieg ich auch. So, Tür ist offen. Ich mag ja solche Stellen nicht, wo du alle Gegner töten musst. Also manchmal lasse ich ja gerne mal einen aus. Auch wenn er das von mir vielleicht jetzt nicht so gedacht hätte, ja, weil ich sonst eigentlich jeden Gegner mitnehme. Und das sieht mir wieder so ein Dungeon aus, wo ich später mal keine Ahnung habe, wo wir hin müssen. Oh nein, die Augen sind gemein. Die Augen sind richtig fies. Ja, die Augen, die geben hier nämlich richtig Gas. Wir müssen mal gerade gucken. Da bringt es mir nichts. Okay, wir müssen hier rüber. No. Jetzt weiß ich nie, ob ich zu langsam war. Das möchte ich gerade nochmal testen. Okay, der hat uns nicht erwischt. Sehr gut. Ach, Moment. Ich muss... Ach, shit, das war schon zu langsam. Ich muss das mit dem Enterhaken machen, sonst schaffe ich das nicht. Ist auch die Frage, ob wir das jetzt schon machen müssen. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich will es eigentlich direkt mal probieren. Ja, schon mal so ein bisschen Übung vorweg. Kann ja eigentlich nie schaden. Geh mir aus dem Licht. So, komm los. Ja, guck mal an. Ja, siehst du, große Truhe. Nehmen wir direkt mit. Ich wusste doch, dass wir hier noch nicht hin können. Aber ich wollte es nicht glauben. Ich wollte es einfach nicht glauben. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal da runterspringen. Nein, 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 nein. Pff, knapp. Sehr, sehr knapp. Oh, und ich mag ja diese Stellen. Wie geschnitten Brot. Nein, geschnitten Brot mag ich ja sogar, aber das hier nicht. Ja. Komm, hau ab, Drecksvieh. Sehr gut, es hat mich nicht erwischt. So, was haben wir denn hier unten so? Jede Menge Zeug. Hier kommen wir mal hoch. Oh, oh. Der ist aber ziemlich... Ah, er hat nicht so gedreht, wie ich es gedacht habe. Sonst hätte er uns jetzt hier nämlich wieder ordentlich einen eingeschenkt. Wir gucken mal, ob wir hier was sprengen können. Weiß ich nicht. Einfach mal testen. Hey, warum hat der mich denn erwischt?
Hey. Oh. Ist so geil, wenn der so ein Teil da wirft. Ey. Mein Gott. No, als ob ich zu viel Leben hätte. Ich verschenke das doch so gerne. Was haben wir denn hier alles? Okay, da oben. Hier brauche ich meinen Umhang, hätte ich gesagt. Mit meinem Umhang kann ich hier rüber gehen. Aber wir wollen gerade erstmal die Wege checken, die gratis sind. Hehehe, das war schon mal gut. Aber der Raum nützt mir nichts. Na gut, nehmen wir noch so 1, 2 Herzen mit. So. Siehste, hat sich doch irgendwie noch gelohnt. Okay, viele Wege bleiben uns aber nicht. Das heißt, ich packe jetzt einfach mal den Umhang aus. Ich weiß nicht, ob ich den hier wirklich brauche. Das wäre natürlich schon fies, weil meiner Meinung nach ist das Ding ein optionales Teil. Ja, siehst du, aber du brauchst ihn sogar. Sonst gehst du hier irgendwie hops. Oder du brauchst einen anderen Stab. Also es gibt 2 Items, die Schaden verhindern. Zum Glück haben wir schon 1 davon. Das andere ist irgendwo in den Bergen. Da muss ich nochmal genau gucken. Das weiß ich nicht. Könnte sonst wo sein. Hier ist jetzt nichts. Das heißt, es gibt eigentlich nur noch den Weg hier runter. Ja, da komme ich... Ach, guck mal, hier kann ich lang. Ist ja wunderbar. Das wäre jetzt schon fast wieder peinlich geworden. Na, da kann ich auch nicht lang. Nein! Ich habe keinen Weg, den ich gehen kann. Okay. Peinlich. Ja, das hättest du so gedacht, wa? Hier kann ich nicht lang. Mensch. Also, ich habe jetzt nichts gesehen, wie ich das Teil umstellen könnte. Oh, Dungeons. Mein Freund und Feind. Ja, ich hab's ja super gern. Ich erledige eigentlich nur gern die Bosse. Moment, hier waren wir noch nicht. Das ist der einzige Weg, für den ich keinen Schlüssel brauche. Yay. Münzen, Rubine, was auch immer wir brauchen. Das ist ja so dringend. Okay. 3 Wege. Das obere wird ein Ausgang sein. Schnecken! Fiese Schnecken! Ach, die legen Bomben, stimmt. Ich vergaß das. Ich vergaß dies doch. Aber man kann die Bomben direkt sprengen, wenn man möchte. Komm her. So, alle Viecher weg. Der Rückweg ist uns offen, auch wenn wir gar nicht zurück wollen. Was war denn hier? Ah, jetzt sind wir hier oben. Was mir so gar nichts bringt. Ach nee, Mensch. Kann wohl nicht wahr sein. Okay, dann gehen wir jetzt links rum. Jetzt sind die wieder da, wa? Nee, doch nicht. Das wäre auch die Höhe gewesen. Und ich merke aber so langsam, also ich kann diese Dungeons nicht mehr so am Stück spielen, wie man das vielleicht früher gemacht hat. Da war das ja überhaupt kein Problem. Da hast du ja gezockt bis zum Umfallen. Und ich brauche... Was brauche ich denn? Ich glaube, ich erlege die mal mit dem Bogen. So, Nummer 1. Komm her. Ey. Oh, der will mich. Er will mich mit seinem Knochen. So, der ist auch weg. Jetzt müssen wir mal gucken, ob da hinten was unter diesem Topf versteckt ist, der da so, ja, so fies liegt. Ja, eine Truhe, okay. Ich meine, man kann das hier auch unter Einsatz von ganz, ganz viel Leben machen, aber das werde ich mal vermeiden. Und dann gucken wir nochmal kurz auf die Karte. Ja, wir werden erstmal weiter nach oben gehen. Ich meine, von den Schlüsseln her wird es egal sein, du wirst immer genug Schlüssel haben. Das ist ja zum Glück durchdacht, auch wenn es mehrere Wege gibt, dass du nie stillstehst, dass du immer einen Schlüssel bekommst. Okay, was ist hier denn? What? Was ist das denn für ein komischer Gang? Und was war das? Also, da muss ich sagen, sowas habe ich echt vergessen. Oh mein Gott, sind das weite Wege. Ich habe ihn nicht mal getroffen, nein! Komm her. Aber jetzt... Nein, ach, voll reingelaufen. So, Nummer 1. Was auch der einzige war. Jetzt folgen wir den einfach mal. Komm, geh hier rein. Ja, man muss hier sich den richtigen Weg suchen. Das ist gar nicht so einfach. Noch ein Schlüssel. Schön. Ist ja Herz allerliebst. Okay, jetzt können wir hier lang. Mein Gott. Wie groß... Nein. Au, er hat mich wieder getroffen. Hehehe. Ausgelöscht habe ich ihn. Wow. Sie wollen mich und mein kleines Ärschchen. Verdammt. Holen wir mal schnell das Herz. Danke. Oh, ich bin hier aber zu nah dran. Nein. Nein. Lass mich. Er will mich. Er kriegt mich auch. Oh, kann ich nicht mehr durch eine Tür gehen? Ich kann nicht mal durch eine Tür gehen, wenn ich ein Hase bin, ja? Wir sind so richtig am Ende der Evolution angekommen. Und jetzt sind wir hier oben. Ach so.
Na Donnerwetter, nur weiß ich nicht, was mir das jetzt bringt, außer dass ich noch einen Schlüssel übrig habe. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wir nutzen mal gerade diesen Weg. Nee, du kriegst mich nicht. Okay, hier ging es denn nicht, weil ich den großen Schlüssel noch nicht habe. Das war aber knapp. Jetzt dachte ich, er fährt mir voll ins Gesicht. Da können wir nicht lang. Die Tür öffnet sich auch nicht. Welche Tür ist denn das? Waren wir da schon? Da waren wir auch noch nicht. Ja, ist eine gute Frage, wie wir da reinkommen. Es ist eine sehr gute Frage, wie wir da reinkommen. Okay, wir gehen erstmal hier oben lang. Das habe ich... Oh, Moment, guck mal hier. Was haben wir denn hier? Noch eine Tür. Oh, ich hasse ja diese Schädel. Hey, au. Kann ich die töten? Ging das mit dem Bogen? Fragen über Fragen wieder. Ich werde mich jetzt auch mal nicht heilen. Ich nutze einfach mal die Selbstheilungskräfte. Alter, die gehen nicht tot, die Viecher. Ist ja hammerhart. Obwohl, warte mal, warte mal. Ich traue ja solchen Gefilden hier nicht mehr. Ja, siehst du Nummer 1. Und manchmal ist ja auch was durch solche Teile versteckt. Ja, das ist natürlich auch gut, dass die mir folgen. Das erhöht gar nicht so den Druck, der auf mir lastet. Okay, was können wir hier machen? Bomber-Schnecke können wir erstmal beseitigen. Hehe, daneben, mein Freund. Aber es könnte gut sein, dass hier irgendwo was versteckt ist in den Ecken. Das ist natürlich, ja, richtig gemein, weil der räumt dich eigentlich immer ab. Dem kannst du gar nicht so ausweichen. Ja, schön. Boah, knapp, weißt du, mit dem... Oh, guck mal, ich kann die Truhe sehen, aber ich kann nichts machen. Das ist jetzt aber ziemlich groß hier. Aber das Gute ist, wir haben jetzt einen Schlüssel. Das heißt, wir kommen zumindest mal ein Stück weiter. Da hab ich doch lieber so kleine Dungeons, wo du direkt zum Endgegner reinfällst. Ja, und dann bam, bam, bam. Dann machst du ihn fertig. Oh nein. Oh nein, oder? Oh nein, ich wusste es doch. Sie wollen mich, sie wollen mich. Nein. Aber ich könnte eigentlich erstmal unten lang gucken. Da war ich ja noch gar nicht. Und unten kann ich das auch besser verteidigen. Was mir so alles einfällt. Hehehe, das war wohl nix. Oh, 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 oh. Okay, wie mache ich denn die kalt? Ich glaube, am besten mit dem Enterhaken. Ja, jetzt kommen die Schnecken hier aber nicht mehr raus. Komm her. So, dann haben wir sie alle abgeräumt. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir landen. Ist ja jetzt schon die obere Etage. Wir haben eigentlich noch nichts erreicht. Wir haben weder den großen Schlüssel, noch haben wir hier unten alle Türen geöffnet. Also, es könnte uns nicht schlechter gehen gerade. Ja, wir werden wahrscheinlich auch direkt wieder zurückgejagt, weil wir hier nicht weiterkommen. Kann ich irgendwas verschieben? Ach, guck mal, da kommt ein Magier. Der hätte wenigstens mal ein Herz fallen lassen können für mich. Ja, nein, ich hatte mich... Oh, 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 ich habe mich verschoben. Komm her! Hey, jetzt habe ich den nicht getroffen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Es könnte aber sein, dass sich hier eine Truhe öffnet. Wenn ich beide Podeste anzünde. Das muss man gerade mal testen. Da bin ich mir gerade so nicht ganz sicher. Und ich glaube, die Zauber, die kommen hier die ganze Zeit, deswegen... Oh, 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 oh. Nur nicht treffen. Sehr gut. Das war daneben, meine Freunde. Okay. Oh, 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 oh. Ja, die kommen hier die ganze Zeit. Das lässt sich nicht abwenden. So, das anzünden und das bringt mir nichts. Okay. Wofür ist das? Ach, scheiße, die muss ich auch noch anzünden. Gut, also das alles gleichzeitig ist nur mit guter Vorarbeit möglich. Oder? Ja, die sind noch. Jetzt lasse ich das mal gerade ausgehen. Und gerade hier mal die Magier erscheinen. Erscheine! Hat er nicht. Dann mache ich es ohne euch. Ich denke zumindest, dass das so ging. Ich weiß es nicht mehr. Komm her, aus der Bahn. Jawohl, da tut sich doch was. Irgendwas verändert sich. Und jetzt kommt die super Musik. Komm schon, super Musik. Ah ja, es hat sich doch was getan am Ende. Oh, guck mal an, hier ist irgendwas passiert.
Und da, er will mit mir sprechen. Chavu, ich bin es, Sahasrala. Zünde 4 Fackeln an und der Weg öffnet sich. Ja, hab ich doch. Alles gut, alter Mann. Das war jetzt auch schon die obere oder die unterste Etage. Naja, die war ziemlich kurz. Okay. Nee, das meint, das war wieder ganz oben. Aha, wir haben noch die ganz unterste Etage. Und noch sind wir dem Ziel nicht näher gekommen. Oh Mann. Oh nein. Das Blöde ist, man kann in solchen Dungeons auch schlecht speichern bei so einem Spiel, ja? Da muss es halt mal durchziehen, das ist so. Da bleibt dir keine Möglichkeit. Okay, jetzt machen wir das hier aber. Wir müssen das gut timen. Hehe, das war gut. Ja. Ja, das, bis jetzt läuft das doch. Oh, hat nicht getroffen. Wunderbar. Wir sind Profi. Schwertkünstler. Ja, komm. Ach, guck mal. Das hätte ich mir verlustreicher vorgestellt. Ja, komm. So, der prallt ab. Und dich hab ich. Ja, komm. Ach, guck mal. Richtig einfach. Kein Treffer mal kassiert. Aber ich muss wahrscheinlich trotzdem alle Dinge anzünden. Das ist hier so wahrscheinlich die Hauptaufgabe in diesem gottverdammten Verlies. Hereinspaziert. Da ist doch was. Nur für uns. Ob ich den in die Augen schießen muss? Und wir haben zum Glück hier schon das Teil umgelegt. Du hast den Kompass. Na, herrlich. Jetzt wissen wir, dass der Gegner wahrscheinlich eine Etage... Der ist in dieser Etage. Okay. Gut zu wissen. Und hier gibt es andauernd coole Geräusche, ja, weil wir so gut sind. Ich schieße dir nochmal gerade probeweise in die Augen, ob mir das irgendwas bringt, aber anscheinend nicht. Ach, und jetzt sind wir hier, okay. Ja, und schon stehen wir vor neuen Herausforderungen, denn das hat mich jetzt nicht wirklich erlöst. Ich weiß halt nicht, was sich dadurch geöffnet hat. Bisher weiß ich immer noch nicht, wie wir an den großen Schatz... Oh, 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 oh. Ja, den brauchen wir aber ganz, ganz dringend, den Schlüssel. Jetzt immer wieder... Oh, nee, schon wieder Schnecken beseitigen. Wer bin ich denn? Noch kein... Ach nee, jetzt ist er schon hier. Oh. Ausgewichen wie ein Profi, ja. Man hat es selten so gut gesehen. Ich muss irgendwie in diese Ecken hier hinten. Obwohl, Moment, rechtsrum bin ich doch gerade schon gegangen, oder nicht? Etepetete, hier war ich aber schon. Das ist jetzt eine gute... Da, guck mal, da muss ich hin. Da ist noch was offen. Und jetzt ist sogar hier unten offen. Jetzt können wir hier die einfachsten Wege gehen. Und ich hoffe mal, der Weg bringt mir jetzt was, weil sonst bin ich kurz wieder vor der Ratlosigkeit und... Ach, endlich. Komm, die Karte wenigstens. Naja, das ist doch mal ein Anfang. Was sagt uns denn die Karte? Okay, hier drüben ist dann die große Truhe. Unten links ist noch ein Raum. Und da ist noch ein großer Raum, in dem wir gar nicht waren. In den ich aber anscheinend auch noch nicht reinkomme. Über den komme ich von hier. Boah, manchmal fühle ich mich echt schlecht bei solchen Spielen. Also ich weiß auch nicht. Normal stelle ich mich ja nicht ganz so doof an, aber... Lass mich ja in Ruhe hier. Ich will einfach nur gehen. Ah, das habe ich vorhin übersehen. Guck mal hier. Da sind wir doch ganz unverfroren oben übers Netz gerannt, ohne zu gucken. Jetzt bin ich mal gespannt, ob mir das irgendwas bringt überhaupt. So, ein Mark ja weg. Ah, hier kommen wir zum Boss, oder? Nein, ich hätte das Ding nicht abheben sollen. Verdammt. Nein. Au. Was ist denn hier schon wieder? Hier ist ein Teleporter. Oh, dieser Raum bringt mir schon wieder nichts. Verdammt. Lass mich doch in Ruhe. Wow. Schön durch die Mitte. Sehr gut. Abgehauen. Okay, jetzt haben wir den Gang auch gefunden, der mir nichts gebracht hat. Wir müssen jetzt mal gerade die Räume abklappern. Der große Schlüssel, der kann ja eigentlich nicht mehr weit sein. Es gibt ja nur noch wenige Möglichkeiten. Trotzdem muss ich mich jetzt ein bisschen mehr in die Karte halten. Oben links hat mir das nichts gebracht, ne? Nee. Das heißt, ich gucke jetzt mal unten links in dem Raum, in dem wir noch nicht waren. Obwohl ich nicht mehr weiß, wieso ich da gerade nicht reingekommen bin. Das wird wahrscheinlich auch seine Gründe gehabt haben. Auf hier Knochen zu werfen. Ich sage dir, mein Freund. Wenn meine Kinder das später mal machen, dann gibt's aber auf den Sack.
Und die Teile spucken komischerweise auch diese Feuerbälle.